Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Food Vlog. Yay! Ich bin mal über was gestolpert und zwar Blockhaus Carpaccio vom Rind. Und tiefgefroren, zwei Portionen feinste Blockhaus Fleischqualität. Original Blockhaus Restaurantqualität. Naja, also, machen wir mal auf. Also praktisch Unboxing. So sieht es tiefgefroren aus. Ist nämlich TK-Ware. Naja, kann man nicht so gut sehen. Nach Anleitung: Das Carpaccio auf einem Teller anrichten, gleichmäßig mit Olivenöl beträufeln und mit gehobeltem Parmesan garnieren. Geht bei mir nicht, ich habe Laktoseintoleranz, wäre Essens pur. Dazu reichen Sie knuspriges Blockhaus Knoblauchbrot. Selbstverständlich, habe ich auch nicht da. Ich esse es pur. Das wie mit das ist pur auch besser, gell? Aber ich habe nicht Walnussöl, ich habe ja noch Traubenkernöl. Das mache ich auch drauf. Jetzt werde ich das anrichten. Das Carpaccio in gefrorenen Zustand aus dem Folienbeutel nehmen, die Klarsichtfolie entfernen und die Portion auf einem Teller anrichten. Nach ca. 20 Minuten hat das Carpaccio sein feines Aroma entfaltet, kann nach Belieben angerichtet werden. Also, auspacken. So, das sieht man ja eh nicht. Verdammt, warum dann nicht? Da. Da macht die Kamera das Tripod die Grätsche. Also, wir richten es an. Mit dem Victorinox Kompakt. So, und auf dem Teller, soll ich jetzt hier drauf lassen, was meint ihr? Ach, das sind zwei Portionen, Tatsache. Okay, jetzt haben wir es. Na, da wird Frau Brehm sich freuen, wenn sie die zweite Portion kriegt. Das ist aber schon ein bisschen tricky hier abzuheben. Mal gerade ein bisschen tricky hier abzuheben. Entschuldigung, die Unordnung, aber naja. Ist ja eigentlich ein Messer- und Gear-Review-Theke. Also, hier haben wir Numero Uno. Hier haben wir Numero Due. So sieht es also aus, wenn es gefroren ist. Dann tun wir es mal einfach auf den Teller. Und zwar so. Das tun wir wieder hier rein. Ab in den Kühlschrank. Da freut sich dann die Frau Brehm. So sieht's aus. Und dann wird das vor euren Augen mit Walnussöl ein bisschen beträufelt. Und da ich das ja für mich selber so dann esse, kann ich das ja anschließend so verputzen. So, also lassen wir es auftauen. In der Zeit machen wir eine kleine Pause. Tschüss. So, 20 Minuten sind rum. Ich war schon mal so frei, ohne euch Traubenkernöl drauf zu träufeln und das schön zu verreiben. Moment, Licht. Will nicht. So, jetzt werde ich es mir schmecken lassen. Bin gespannt. Also, Carpaccio kenne ich ja aus dem Restaurant. Und. Ja, wenn jemand schon schreibt, Restaurantqualität, schauen wir mal. Also, ist aber auch schon wirklich hauchdünn. Ja, Achtung. Hier. Wow, schön dünn. Ich habe mal in einem argentinischen Restaurant in Köln, Köln, ich glaube Rodenkirchen, Carpaccio gegessen.
Das hatte schon mal fast Orgasmusqualität. Also, na, das hier ist, ich sag mal so. Das hätte Petting-Qualität. Ist okay, also für so ein Convenience-Produkt. Tiefgekühlt. Tiefkühl nimmt ja doch sehr oft dem Essen ein bisschen Geschmack. Manche würden sagen, nimmt dem Lebensmittel die Seele. Ist ja nicht der Fall. Schmeckt noch wirklich nach Rindfleisch. Und wenn ich mir hier so mal angucke, seht ihr hier? Das sieht man schlecht durch die Lichtspiegelung hier. Auf jeden Fall sind hier so feine Maserungen vom Fett oder Speckfett. Wie auch immer. Und Fett ist ein Geschmacksträger. In dem Fall wirklich sehr lecker. Ich kann nicht meckern. Und Frau Brehm sich aber auf ihr Carpaccio freuen. Also dann. Ist natürlich nicht wie frisch vom Metzger oder im Restaurant, aber ist okay. Kann man essen. Schmeckt natürlich mit ein bisschen Rucola. Parmesan. Wahrscheinlich noch besser, aber Parmesan muss ich weglassen wegen meiner Laktoseintoleranz. Nur gut, sei es drum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ach ja, kann man essen, wie gesagt. Könnt ihr euch kaufen. Ist ja auch preislich ganz okay. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Matjot. Schwenkt gut.